Hallo YouTube-Gemeinde! Heute Unboxing und dann kurzes Review von Gogo Baustellenfahrzeugen. Das erste Mal, dass Gogo Baustellenfahrzeuge da sind. Ich mach's mal auf mit euch zusammen und ja, dann schauen wir es uns an. Tschüss! Einmal. Hops. Auf die richtige Seite umdrehen. Das schaut sehr schön aus. So, nichts drinnen geblieben. Stellen wir mal kurz ab. Das ist der Inhalt. Schauen wir, ob die Päckchen eine Nummer drauf haben. Die Nummer scheinen sie keine drauf zu haben. Aber ich sage mal, die Steine schauen auch mal zumindest auf den ersten Blick recht gut aus. Wegwerfen. Es gibt Sticker, die hat Waxing Bauer bis jetzt noch nicht gegeben, aber schaut jetzt auch überschaubar aus, die Menge an Stickern, weil hier das eine Sticker hat sich schon gelöst. Gut, Bauanleitung für Kran, für Bagger und für einen Kipplader. Sieht recht gut aus. Wie gesagt, nummeriert. Nummer sehe ich keine drauf. Das heißt, ich vermute, dass man nach Separatoren aufbauen wird. Gut, dann werde ich das mal aufbauen und euch dann mein Fazit geben. So, jetzt ist es ein paar Tage später. Das Ganze ist jetzt aufgebaut. Fangen wir mal mit den kleinen, nicht so tollen Sachen an. So, das erste, was nicht so toll sind, das sind die Aufkleber. Prinzipiell an den Stellen hier passt das, da kann man sie gut draufkleben, alles okay. Auch hier die Lichter auf dem Truck, alles gut verwendbar. Aber auf diesen Verkehrskegeln ist ein großes Problem, die halten nicht ordentlich. Und nach einem Tag stehen lassen, schaut das so aus, dass sich das wieder vom Kegel gelöst hat. Man kann es dann relativ leicht wieder zusammenkleben, aber wie gesagt, der Kleber hält nicht der Eigenspannung des Stickers. Und das ist bei allen so. Also, sprich, einen Tag drinnen lassen. So, das nächste sind die Lenkräder. Die haben ein Problem. Das Lenkrad hält nicht auf dem Lenkradgestell. Das heißt, zack. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat auf der Kamera. Aber das fliegt runter bei der kleinsten Bewegung. Drum habe ich mich entschieden, den Wagen hier ohne Lenkrad zu bauen und einfach das reinzusetzen. Gut, das waren die ersten drei Dinge, die nicht so positiv sind. Das nächste ist der Klappmechanismus beim Kipplader. Wir gehen gleich in den Kipplader noch ein bisschen ins Detail rein. Aber an dieser Stelle hier hat er das Problem, das hier fällt einfach viel zu leicht runter und hält auch nicht. Also ja, man kann hier aufgrund dessen, dass diese Bricks hier leicht geschwungen sind, das ein bisschen zusammendrücken. Aber da wäre ein Mechanismus mit einem Pin vielleicht besser, einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Halt zu geben. Oder vielleicht hier so einen kleinen Brick hier, damit das nicht runterklappt und den dann einfach zur Seite drehen und dann aufmachen und wieder so zur Seite drehen. Ist so nicht in der Anleitung, würde ich aber vielleicht als Improvement hier implementieren. Gut, das waren mehr oder weniger schon die
gröbsten negativen Sachen. Okay, jetzt ist mir der Reifen abhanden gekommen. Reifen wieder drauf gegeben. Diesmal auch in die richtige Richtung. So. Gut. Noch eine Sache, die vielleicht designmäßig ein bisschen besser gelöst werden hätte können, sind hier diese Lichter. Die fallen nämlich immer runter. Ich sehe auch gerade, dass sich das zweite Licht auch gerade verabschiedet hat. Muss ich also nochmal suchen. Wie gesagt, ich bespiele die Sachen auch. Ergo, das wird auch gelebt, um euch dann auch Feedback zu geben, aber wie gesagt, das bricht hier immer runter. Gut, dann habe ich noch einen Punkt, der vielleicht negativ ist. In dem Set habe ich jetzt hier diese Sticker auf eine 2x2 flache Plate draufgesetzt, weil es hat ein Teil gefehlt. Beziehungsweise ich glaube nicht einmal, dass es gefehlt hat. Ich glaube, die haben einfach beim ja, Packen statt zweimal den runden Plates, die für diese Scheinwerfer vorgesehen sind, einmal ein rundes und einmal ein rechteckiges hineingegeben. Womit das ja auch nicht so toll funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll. Gut, dann komme ich zum letzten Punkt, der vorletzten Punkt, der noch zum Verbessern ist. Das ist hier dieser Mechanismus für den Gabelstapler. Den habe ich hier schon verbessert, damit man hier schön rauf und runter fahren kann, ohne dass das jedes Mal abbricht. Original laut Bauanleitung würde das Ganze so aussehen. Und wäre quasi nur auf dem Teil hier. Und Moment. So. So wird es original aussehen. Dann hat man zwar hier für den Stapler einen besseren Hub, eine bessere Hubhöhe, nur wenn man damit spielt, dadurch, dass das nur hier auf dem Vierer Stein sitzt, bricht einem das quasi jedes Mal, wenn man irgendwie hier das rauf und runter bewegt, das einfach ab. Drum das kleine Improvement an der Stelle, auf ein bisschen Hubhöhe verzichten. Hier dieses Element draufsetzen. Einen 2x4er Brick oder weil ich jetzt in dem Grau das hier auch von der Aufnahme ist, weil ich habe versucht, dass es zumindest farbecht mit der Aufnahme hier ist, damit man es nicht so sieht. Und das ist schon um einiges stabiler und man hat viel Freude, das rauf und runter zu schieben, ohne dass das jederzeit abbricht. Gut, ich habe gesagt, das ist das vorletzte oder der vorletzte Punkt an dem Ganzen. Das letzte ist die zu kurze Schnur für den Kran. Warum zu kurze Schnur für den Kran? Wenn das voll ausgefahren ist, dann hat der Kran eine Reichweite, die bis hierher geht. Gut. Da kann man nicht wirklich viel rauf und runter heben. Welche setzen durch einen normalen Faden, kostet nichts. Also kostet schon was, aber das kann man schnell korrigieren. Gut. So viel mal die negativen Punkte an diesem Set, wobei negativ für mich da eher relativ ist. Ich habe bis jetzt sehr viel Freude an dem Set gehabt. Ja, würde ich jetzt teilhaben lassen, was ich positiv oder gut an dem Set finde. Es sind ganz viele Männchen bei dem Set. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Stellen Sie alle mal da drauf. Oder doch nicht. Sechs Männchen. Also besser geht's gar nicht. Sechs Männchen, die zwar nicht gut sitzen können wie bei den dänischen Kollegen, aber
Auf der Baustelle sitzt man auch nicht, da hat man Werkzeug in der Hand und arbeitet fleißig vor sich hin. Also von daher sechs Männchen, alle mit Helm ausgestattet. Besser geht's eigentlich gar nicht. Alle mit unterschiedlichsten Werkzeugen, Schaufel, Bohrer, Hammer, dann so eine Zange und diverses andere Werkzeug. Also das ist schon wirklich voll okay. Da kann man viel Spielspaß haben mit. Gut. Wenn man denn dann eine bessere Schnur angebunden hat, fangen wir jetzt mal mit dem Kran an, dann hat man hier auch so einen schönen Container, den man hin und her heben kann. Der Kran selber ist prinzipiell sehr stabil gebaut, da gibt es auch nichts zum Aussetzen. Einziges an der Platte, was mir aufgefallen ist, man muss sie immer wieder ein bisschen festdrücken, wenn man damit spielt, weil entweder sind Spannungen in diesen flachen Plates hier, die das zusammenhalten, oder irgendwo anders, aber die Platten biegen sich ein bisschen und lösen sich dann ab und es ist dann, ja, geht auseinander einfach, wenn man ein bisschen, wenn man viel damit spielt. Ansonsten der Mechanismus hier zum Aufrollen, super, passt perfekt, wenn es hier rübergeführt ist. Und eine Sache, die ich ganz super finde, ist, diese Konstruktion hier, die hält auch. Also der Ausleger hier, der bricht nicht ab. Die sind auch passt genau hier drauf. Das sind genau die Drehleiterelemente, die ich beim Xingbao Leiterwagen eigentlich vermisst hätte. Also wenn beim Xingbao Leiterwagen die Elemente so halten, wie sie hier drauf halten, dann wäre der Leiterwagen okay. Hier halten sie wirklich gut. Ihr habt es vorher gesehen bei der Einleitung, das hier ist mir abgebrochen. Das ist der Hintergrund, der das laut Bauanleitung hier einfach nur drei Pins vorgesehen sind und fünf Pins für den vorderen Teil. Wahrscheinlich, wenn man hier ein bisschen ein längeres Element hereinsetzt, dann hält das um den einen oder zwei Pins, dann hält das auch hier hinten um einiges besser. Kann man also auch entsprechend modden, dass das funktioniert. Also von daher, Männchen kann man hier auch super reinsetzen. Schups. Einmal reingesetzt und dann kann die Arbeit schon anfangen. Also ja, schön, schöne Teile. Kann man sicher auch, wenn man andere Dinge bauen möchte, damit sich gut wiederverwerten, aber so zum Spielen ideal eigentlich. Gut, dann kommen wir zum nächsten Teil. Das ist der Gabelstapler. Da habe ich ja eh schon begonnen. Da gibt es jetzt nicht viel Funktion. Kann man auch wieder ein Männchen hineinsetzen. Hier aufklappen, ein Männchen hineinsetzen zum Fahren. Schups. Zumachen. Hier übrigens ist auch ein Lenkrad drinnen. Das Lenkrad hält aber. Also das hält sogar so fest, das kann man auch gar nicht drehen. Das heißt, bei dem Lenkrad dürfte es gepasst haben, bei anderen eben nicht. Ein super schöner Gabelstapler. Der hat auch noch so Elemente zum auf die Gabelstapel drauflegen dabei, die er dann hoch und runter fahren kann. Ja, super. Viel Spaß, viel Freude damit. Gibt es nicht viel zu sagen. Von der Konstruktion her extrem robust, also da bricht auch nichts auseinander, da wackelt nichts, bis auf das, dass eben ja, im ersten Wurf dieses Designs ja, mit dem einfachen 1x4 Stein, das einfach nicht so gut hält, wie wenn ich jetzt hier 2x4 Steine montiert habe. Genau. Somit sind diese Teile hier obsolet. Gut, und dann kommen wir zu dem eigentlichen Hauptstar dieses Sets. Das ist dieser Howley, ja. Grubenwagen, Minenwagen, wie man immer auch ihn nennen möchte. Da haben wir die Reifen nur ein bisschen verkehrt draufgesteckt beim Spielen. Aber
Der hält auch gut, da ist auch prinzipiell nichts auszusetzen. Einzig ist, wenn man zu oft hier einen Mechanismus zieht, geht der Deckel hier ab, ist aber schnell wieder draufgesetzt. Also ja, da könnte man vielleicht noch überlegen, ob man hier noch einen statt den zwei Hinge-Elementen hier noch ein drittes hineinsetzt, um dem ein bisschen mehr Stabilität zu geben, aber beziehungsweise ein bisschen mehr, ja, Halt, wenn man es auf und zu macht, aber prinzipiell halten die zwei auch und sie halten es auch schön in Position, also auch wenn ich unterschiedliche Positionen einnehme, passt das. Wie gesagt, das habe ich eh schon einleitungs gesagt, dass hier nicht genug Druck auf diesem Hinge hier ist, um das eben, also auf diesen Gelenken, um das eben zu halten. Darum würde ich halt hier einen Stein hersetzen, der das einfach hält, damit das nicht runterklappt. Für hier drinnen gibt es ganz viele kleine beige Steine, die als Bausand, Bauschutt quasi fungieren, die man dann auch schön einladen und wieder ausladen kann und entsprechend aus dem Kipplader abkippen kann. Genau. Wie gesagt, vorne die Lichter, da sie hier nur so hinterm Reifen reingeklemmt sind, haben eine leichte Tendenz hier, sich einfach zu verabschieden. Wie gesagt, das ist mir jetzt auch passiert. Das linke Licht hat sich verabschiedet, ist aber sicher noch irgendwo zu finden. Genau. Ja. Dann komme ich mal zu meinem Fazit. Also, die Baustellenelemente sind super. Also, wir haben hier noch die so ein Baustellenwarndreieck. Und hier eine Absperrung. Vom Spielspaß bis jetzt das Modell, was am meisten Spaß gemacht hat. Sage ich jetzt einfach. Also mit dem ist jetzt am meisten gespielt worden. Deshalb auch so der Abstand zwischen den Videos relativ lang, weil das ist wirklich viel bespielt worden, auch mit den Kindern zusammen. Da kann man wirklich viel Freude damit haben. Da ist jetzt keine Rocket Science dahinter, keine speziellen Funktionen, aber die Funktionen, die es hat, mit denen hat man eine Freude, wenn man sie spielt. Man hat auch eine Freude beim Aufbauen. Also gerade das Fahrzeug hier macht extrem viel Spaß, das aufzubauen und es ist super stabil, super robust. Also wie gesagt, bis auf die Lichter gibt es da nichts auszusetzen. Auch der Kran für die Konstruktion, ich habe zuerst gedacht, ja, die ist ein bisschen zu filigran, die Konstruktion, aber wenn es am Boden steht und da gibt es eigentlich nichts, also da kann man auch schön spielen damit. Auch dann entsprechend, wenn da eine Schnur dran ist, hier noch rauf und runter kurbeln. Wie gesagt, ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich dann jetzt nicht auf die ganze Länge das hops, ausgezogen habe, sondern dann eben nur hier runterhängen lassen und hier rauf und runter fahren lassen. Das Problem ist, mit der Zeit hat sich jetzt einfach hier die Schnur auch ausgefranst. Da habe ich jetzt auch den Haken nicht dran gesetzt, weil die ganze Schnur gehört eigentlich runtergeschnitten und ausgetauscht. Aber ja, sehr schön. Was man auch vielleicht erwähnen muss oder was ich vielleicht noch erwähnen soll, ist, es sind relativ viele kleine Steinchen, die sozusagen Zugabe oder Dreingabe sind. Also, ich nehme sie mal alle heraus. Also quasi so ein Eckstein, solche kleinen Elemente, das hier, ja, so einzelne Steine, ja, kann man sicher irgendwo wiederverwenden. Die Qualität ist gut, wie gesagt, ich habe hier auch Steine vom dänischen Hersteller dazu rein verbaut, passt. Ist überhaupt kein Problem, das hinzuzufügen. Ja, also, das ist stabil, alles sehr positiv. Ja, ich habe begonnen mit den Negatives oder mit den negativen Eigenschaften dieses Modells. Aber für mich haben die positiven Eigenschaften hier überwogen und weil es ein Spielset ist, ein ausgewiesenes Spielset und man Spielspaß damit haben kann,
bin ich sehr geneigt, ihm 4 Punkte, 4 von 5 Punkten zu geben. Natürlich ist es nicht perfekt, aber preis-leistungsmäßig ist es unschlagbar. Und ihr findet den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen da. Wenn nein, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich werde schauen, dass ich euer Feedback im nächsten Video einbaue. Danke fürs Zusehen.